Hallo, mein Name ist Karl-Wilhelm Wilkesmann. Ich lade euch ein zu einer Fotoaktion im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Gymnasium Langenberg und dem Kunsthaus Langenberg, einem gemeinnützigen Verein. Ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Aldi-Kunst. Worum geht es im Einzelnen? Wir haben mit Langenberg und Umgebung noch eine Vielzahl von Kunstwerken stehen, die dort von zwei Kunstausstellungen aus den Jahren 1997 und 2000 übrig geblieben sind. Eure Aufgabe sollte es jetzt sein, diese Werke zu finden und abzufotografieren. Es sollte schon ein gewisser Anspruch bei den Fotografien umgesetzt werden. Die näheren Rahmenbedingungen werden euch von der Schule mitgeteilt. Was auch interessant ist, die von euch eingesendeten Fotografien sollen anschließend beurteilt werden und ein Gremium wird dann auch eine Rangfolge sicherlich finden. Darüber hinaus soll es auch attraktive Preise für die interessantesten Fotos geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon viel Spaß bei den Überlegungen und bei der Umsetzung. Jetzt möchte ich euch noch ein Stück mitnehmen in die Vergangenheit, wie es zu den damaligen Ausstellungen kam. Das Kunsthaus Langenberg hat 1994 mit der Grundsteinkiste einen bemerkenswerten Akzent gesetzt, indem es eine beeindruckende Kunstsammlung zusammengestellt hat, die man heute auch noch im Bürgerhaus in Langenberg sehen kann und besuchen kann. Von diesem Erfolg getragen haben wir uns dann zusammengesetzt unter der Leitung von Norbert Bauer, haben wir eine Leinwand für die Künstler entwickelt, die in Form eines Segels, 2,50 Meter etwa hoch, gestaltet wurde. Davon wurden rund 130 Exemplare an eine entsprechende Anzahl von Künstlern gesendet, mit der Bitte, dieses künstlerisch zu gestalten. Anschließend wurden diese Segel, die künstlerisch gestalteten, im Langenberger Umfeld ausgestellt, insbesondere in den Bächen beispielsweise in Langenberg. Diese bunte Regatta brachte vor 20 Jahren viel Farbe in die beiden Langenberger Bäche. Mehr als 200 Künstler aus verschiedenen Ländern waren angereist. Nicht die Besucher mussten zur Kunst, die Künstler brachten ihre Werke frei Haus mitten in das Dorf. Darunter so prominente Künstler wie Mario Reis. Es ist wirklich witzig. Also ich musste erst mal den Bauer anrufen und fragen, wo Langenberg liegt, weil Langenberg ist ja nicht auf einer Karte eingezeichnet, weil es da gar nicht selbstständig ist. Und es war schon ein bisschen ungewohnt, aber ich war von der Idee einfach so begeistert. Tuchfühlung 1 war von Anfang an der Liebling aller Bürger. Diese Nische mit den Vögeln. Und das war ja auch aus heutiger Sicht, auch für meine Verhältnisse, alles sehr, sehr lieb, sehr wenig provokant. Und aber eben umso schöner. Die Leute waren wirklich begeistert und ich sehe noch, wie die hier durch den Bach gelaufen sind, teilweise mit Gummistiefeln mitgebracht haben und diese völlig andere Wahrnehmung von Kunst erfahren haben. Das Motto dieser Tuchfühlung 1 lautete: Die Haut, das Gewand, das Haus, alles, was den Menschen umgibt. Das war der Maßstab. Auch wir wurden beflügelt von diesem Erfolg und haben dann mit der Tuchfühlung 2, die 2000 umgesetzt wurde, das Ganze ergänzt. In diesem Falle, bei der Tuchfühlung 2, war das Motto: Der Mensch steht im Vordergrund. Und dazu hat Norbert Bauer eine androgyne Stahlfigur gestaltet, die dann auch wieder an, in dem Falle, etwa 120 Künstler versendet wurde, die dann anschließend die von den Künstlern gestaltete Figur nach Langenberg zurückgebracht haben. Das war schon ein großer Kraftaufwand und sie wurden im Langenberger Umfeld ausgestellt. Auch diese Ausstellung hat zu einer bemerkenswerten Resonanz geführt. Ungefähr 220.000 Besucher sind damals im Sommer 2000 in Langenberg gewesen, obgleich es ein sehr verregneter Sommer war. Trotzdem lief es ganz gut. Von beiden Ausstellungen stehen immer noch eine Vielzahl von Werken in Langenberg und im Umfeld. Und das ist jetzt euer Ziel, diese zu finden. Sprecht mit Menschen, sprecht in der Schule mit euren Lehrern etc. Sucht diese
Bergwerke auf und fotografiert sie in attraktiver Form. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Erfolg, gutes Licht natürlich auch und dass ihr auch einen interessanten Zusammenhang schafft bei der Bildgestaltung. Ich biete euch auch an, dass ich etwa im März noch einmal zu euch komme und dann ein wenig Hintergrundinformationen zu den einzelnen Ausstellungen geben möchte. Jetzt erstmal alles Gute und viel Erfolg. Euer Karl-Wilhelm Wilkensmann.